Herzlich willkommen, liebe Zuschauer bei The Way of Business TV. Ich habe hier heute den wunderbaren Aris Resch bei mir sitzen. Und ja, der Aris ist nach jahrelangem hartem Knochenjob im Bereich Network Marketing tätig und da auch schon sehr, sehr erfolgreich unterwegs, obwohl das noch nicht so lange macht. Du bist aber das erste Mal damit schon sehr früh in Berührung gekommen, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Erzähl doch mal, Aris, ein bisschen von deiner Geschichte. Ja, ich meine, so erfolgreich war ich bis jetzt noch nicht. Ich habe das erste Mal selber angefangen 2004. Ja. Ich bin aber schon von Kind auf quasi damit aufgewachsen, weil meine Eltern in den 80er Jahren schon Amway gemacht haben. Das kennt jeder. Ja. Und im Prinzip war es für mich nichts Neues. Und 2004 bin ich auf einem Standpunkt gewesen, wo ich dann irgendwie nach zusätzlichen Möglichkeiten gesucht habe, Geld zu verdienen. Ja. Ja. Und da war ich zum Beispiel in der Föst gerade und habe in der Zeitung Inserate durchgeschaut und dann bin ich eben auf, damals war es Herbalife gestoßen. Ja. Und das war so meine erste direkte Berührung mit Network Marketing. Ja. Okay. Und für mich war es halt damals, wie soll ich sagen, ich habe es zu wenig ernst genommen und das ist mir auch erst heute bewusst geworden, ja, weil meine beste Zeit, die ich hatte, waren in 2 Wochen 700 Euro dazu verdient, okay. Schon gut, ja. Kann man machen. War nicht schlecht für den Anfang, aber ich war ehrlich gesagt auch immer irgendwie zu faul dazu und ich habe es zu wenig ernst genommen, bin trotzdem auf meine Partys gegangen und das Mindset hat einfach nicht gepasst, ja. Ja, verstehe. Und ja, mittlerweile habe ich mich ein bisschen weiterentwickelt. Vor allem, ich habe letztes Jahr eine Trading Company kennengelernt, ja. Und durch diese Trading Company habe ich auch einen Coach kennengelernt, der Karl S. Ja. Mhm. Und dann habe ich mich natürlich auch ein bisschen damit beschäftigt. Mindset, Coaching, Geld, Bewusstsein, sage ich jetzt mal. Und wie funktioniert Verkaufen wirklich, falsche Glaubenssätze zum Thema Geld und so weiter. Und dann bin ich irgendwann drauf gekommen, eigentlich relativ bald, dass hier noch einiges an meinen Glaubenssätzen falsch programmiert sind, sage ich jetzt mal. Und genau diese falschen Glaubenssätze mich immer daran gehindert haben, dahin zu kommen, wo ich eigentlich schon lange hin wollte. Ja. Okay, ich verstehe. Und das heißt, die hast du jetzt aber schon bearbeitet und bist jetzt da auf dem nächsten Weg, ja? Auf dem nächsten Level. Ja, ich habe gemerkt, dieses Coaching hat ziemlich viel gemacht mit mir in letzter Zeit und ich bin da auch immer noch voll drinnen. Man lernt jeden Tag dazu. Natürlich, umso mehr man sich mit sich selbst beschäftigt, desto schneller macht man auch Fortschritte, sage ich mal. Ja? Mhm. Und da kommen dann plötzlich wirklich richtig geile Resultate raus, ne? Die ich vorher eben nicht hatte, weil mir nicht bewusst war, dass ich erst an mir selber arbeiten muss, dass das im Außen auch funktioniert. Ne? Ah, verstehe. Okay. Einmal für die Zuschauer, kannst du vielleicht so einen typischen Glaubenssatz nennen, der dir bekannt war oder den du hattest in Bezug auf Verkaufen, weil das hattest du ja gerade eben angesprochen, einfach damit die Leute es ein bisschen besser verstehen. Da gibt es so einige, wie zum Beispiel, ja, über Geld spricht man nicht oder alle Reichen sind Arschlöcher oder zum Beispiel Geld macht nicht glücklich oder du willst mir unbedingt was verkaufen oder es geht ja immer nur ums Verkaufen. Ne? Ja, verstehe. Im Prinzip verkauft man sich aber immer selber, bewusst oder unbewusst. In jedem Moment, wo man nach außen hin austritt, ja, verkauft man sich automatisch selber. Und zum Thema Verkaufsbewusstsein, ja, da habe ich mich erstmal wirklich viel damit beschäftigen müssen, auch zum Thema Geld, damit ich dann eben drauf gekommen bin, hey, ich stehe mir mit meinen falschen Glaubenssätzen selber im Weg. Ja. Okay. Und dann habe ich die auch geändert und hey, ich habe es das erste Mal geschafft, jetzt in meinem Leben, in einem meiner Projekte, sage ich jetzt mal, im Bereich Network Marketing, ein Team von fast 100 Downline-Member aufzubauen. Ja. Es ist jetzt nicht so viel. Es gibt natürlich Leute, die haben hier in einem Jahr vielleicht das Hundertfache schon auf die Beine gestellt. Ja, aber für mich ist es zum Anfang schon mal relativ viel. Ja. Ich wollte gerade meinen, also den eigenen Erfolg da nicht zu schmälern, weil
Es gibt auch Leute, die haben halt gar keine Downline und sind trotzdem im Network Marketing aktiv. Also musst du ja irgendwas richtig gemacht haben, dass du jetzt schon 100 Leute unter dir hast. Ja, es gibt auch einige, die tun immer so als ob, ja, und trotzdem mit ihren Fotos, mit den Autos und mit dem Geld und hin und her. Und in Wirklichkeit haben sie aber noch vielleicht Hartz IV oder was, keine Ahnung, solche gibt es sicher auch einige, ja. Aber im Prinzip, mein Ziel ist es ja auch nicht nur Geld damit zu verdienen, sondern auch es wirklich auch mal selbst auf die Beine zu kriegen, ein Team aufzubauen und nicht nur 100 Leute oder 1000 Leute, sondern wirklich ein Team, wo ich sagen kann, hey, geil, ich habe es endlich geschafft, wirklich ein Team auf die Beine zu stellen, das auch standhaft ist, ja. Ja. Wo auch wirklich viel Geld reinkommt. Klingt gut. Ich würde gerne nochmal so zurück kurz gehen, aus was für einem Bereich kommst du? Weil du hattest mir im Vorgespräch mal erzählt, dass du schon diese harten Jobs kennst, einen Knochenjob. Was hast du früher gemacht? Also ich bin in einer ganz normalen Familie aufgewachsen. Ja, mein Vater war in einer großen Firma, meine Mutter war im Prinzip Hausfrau, meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich 8 Jahre alt, mit 16 bin ich zu Hause abgerissen, weil mein Vater nicht so nett war zu mir und ich habe gesagt, nein, ich will eigentlich mein eigenes Leben leben und mich nicht ständig einschränken oder unnett behandeln lassen. Ja. Ja. Bin dann mit 16 abgehauen in die nächstgrößere Stadt und habe einfach versucht, mein Leben selbst in den Griff zu bekommen und natürlich, wenn man, es ist ja wie beim Radfahren, erstmal versucht, etwas selber zu machen, man fällt immer wieder auf die Schnauze. Ja. Das Klar. ist einfach ganz normal, am Anfang fällt da jeder auf die Schnauze und es gibt immer Steine und Hürden im Weg, ja, die man erstmal wegräumen muss, beziehungsweise daraus lernt, wie man damit umgeht. Ja. Und so bin ich quasi mal in die Handwerkerwelt eingetaucht, habe eine Lehre gemacht, habe, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Firmen abgeklappert, überall meine Jobs gehabt, wo sie mich der Reihe nach entweder rausgeschmissen haben oder ich selber gekündigt habe oder ich einfach umgezogen bin. Ein richtig turbulentes Leben im Handwerkerbereich, kann man sagen, wo ich aber auch sehr viel daraus gelernt habe. Ja. Ja. Nicht nur auf Handwerksebene, sondern auch auf menschlicher Basis. Ja. Und da habe ich eben auch viel Menschenkenntnis, Menschenerfahrungen gesammelt, auch in Bezug zu Kommunikation. Und nebenbei hatte ich auch immer so Jobs wie Zeitung ausführen, Donauland, Versicherungen etc. etc. Also wirklich alles quer durch die Bank ausprobiert. Ja. Und irgendwann bin ich eben auf den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, hey, ich stehe hier an, es geht einfach nicht mehr weiter. Ja. Was soll ich machen? Wie komme ich da raus? Ja. Ich wollte ja immer raus aus diesem sogenannten Hamsterrad oder wie man das nennt, ja. Ich wusste nur nicht wie, ja. Es waren Angebote da, Network Marketing, Nebenjobs, dies, das, ja. Alles probiert, aber es hat einfach nicht funktioniert. Bis ich dann irgendwann eben drauf gekommen bin, dass ich selber nicht funktioniert habe, ja. Okay. Na, entscheidender Punkt. Und, ja. Und wenn dein Kopf, dein Mindset nicht passt, ja, und deine Glaubenssätze nicht funktionieren, sage ich jetzt mal, weil es die falschen sind, etc., dann kann das natürlich im Außen auch nicht funktionieren. Ja, spannend. Und ja, natürlich habe ich mich auch geistig, bewusstseinstechnisch, sage ich jetzt mal, weiterentwickelt, wo ich dann auch auf der Baustelle irgendwann gemerkt habe, ich kann mit diesen Leuten nicht mehr. Es geht nicht mehr, weil entweder sie verstehen mich nicht oder sie lachen mich aus oder ich komme her und zeige ihnen plötzlich vielleicht eine bessere Lösung und der sagt zu mir, hey, ich mache das seit 10 Jahren so und dann kommst du hier und sagst mir, ich soll es so besser machen. Die kommen nicht klar damit, ne? Ja, das ist häufig so ein Ding, was es in der Gesellschaft, und ich glaube, das auch für viele Zuschauer da draußen, einfach mal mitnehmen. So, ey, man darf auch mal Neues ausprobieren, weil es könnte ja besser funktionieren. Selbst wenn nicht, aber es zumindest mal sich anzuschauen, dafür offen zu sein. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil es, glaube ich, Berufsgruppen gibt, wo einfach diese Offenheit für Neues, die ist einfach weg. Ja. Und das macht einfach absolut keinen Sinn, gerade nicht in der heutigen Zeit, weil einfach alles so schnell sich verändert. Absolut, ja. Ja.
Aber um es nochmal für die Zuschauer zusammenzufassen, das heißt, du hast auf jeden Fall richtig viele Jobs durchlaufen. Du weißt, wie es ist, in einigen Branchen, vor allem im handwerklichen Bereich, da richtig zu malochen, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Und kennst dich auf jeden Fall aus damit, wenn man an seine körperlichen Grenzen stößt und hast dann einfach den Weg gewählt im Direktvertrieb im Network-Marketing, ja. Das war der nächste Punkt, ja, körperliche Grenzen. Ja, wenn ich plötzlich merke, okay, ich kann nicht mehr so laufen, wie ich möchte, weil vielleicht der linke Fußknöchel schmerzt oder meine Knie kaputt sind, mein Leistenzerrung habe ich, ja, mein Rücken ein bisschen, Genickschmerzen etc. etc. Und dann heißt es immer, ja, gib Gas, mach schnell und das muss schneller gehen und dies und das. Und ich denke mir, alter Schwede, und das für diese paar Euro, dieses wenig Geld, was ich hier bekomme, puh, da mache ich mich kaputt, also ich will das einfach nicht mehr, ja. Verstehe. Das ist irgendwann, jetzt bin ich 42, ja, und wenn es nicht mehr geht, will ich mich jetzt umbringen für einen Hungerslohn oder will ich aus meinem Leben noch mehr machen, ja? Verstehe. Ich bin halt auch ein lösungsorientierter Mensch, sage ich mal, und es gibt immer eine Lösung, wenn man bereit ist, dazu diese zu finden, sage ich jetzt mal, ne? Ja, und auch bereit ist, das halt so zu lernen und einfach mal auf gewisse neue Sachen einzugehen, in eine Veränderung. Genau. Du hast ja vorhin angesprochen, dass du dir einfach ein größeres Team jetzt auch aufbauen willst und da auch aktiv dran bist. Gibt es eine bestimmte Zielsetzung, die du dir gesetzt hast für eine Teamgröße, die du gerne haben möchtest oder die willst? Gute Frage. Ja, mindestens mal 1000 Teampartner unter mir. Okay. Ist schon mal ein guter Ansatz, sage ich mal. Natürlich nach oben keine Grenze gesetzt, ja. Ja, klar. Im Network Marketing ist alles möglich. Mhm. Aber ja, hey, Zielsetzung, gutes Thema. Das ist ja nicht das einzige Ziel, was ich habe. Im Prinzip geht es ja auch darum, einfach einen gewissen Lifestyle zu generieren, einen Level Up höher zu kommen, auf Deutsch gesagt, wie man so schön sagt immer. Und zwar aus dieser Komfortzone rauszukommen, nicht nur aus dem Hamsterrad, sondern auch einfach aus dem Lebensstil, aus dem gewöhnlichen, normalen Lebensstil wirklich eine Etage höher zu kommen, wo ich dann einfach nicht mehr nachdenken muss, hey, kann ich mir das jetzt leisten oder wenn ich jetzt in Urlaub fliegen möchte oder dorthin fliegen möchte oder was auch immer oder ein neues Auto haben möchte oder mit der Familie irgendwas machen möchte, nicht mehr nachdenken zu müssen, ob das überhaupt in der Kasse drin ist, sondern es einfach machen und sagen, hey, das Geld ist doch da, machen wir das, warum nicht? Ja. Ja, da will ich hin, das ist das Erste. Und nicht nur durch das Network Marketing, sondern ich habe ja auch noch ein anderes Ziel. Und zwar die letzten Tage, also ist gerade jetzt aktuell so, die letzten Tage habe ich mich dazu entschlossen, auch wirklich offiziell selbstständig zu machen. Ja? Das heißt, ich schreibe mir gerade einen Businessplan und möchte auch ein Gewerbe anmelden. Ja. Und das wird aber das humanenergetische Gewerbe sein. Okay. Und ich habe gemerkt, in diesem Gewerbe gibt es auch viele Möglichkeiten in puncto Bewusstseinscoach. Ja? Und es geht ja im Leben immer um Bewusstsein. Und Geld ist auch ein Thema. Es gibt ja auch ein Geldbewusstsein. Ja? Auf jeden Fall, ja. Ja. Und wenn ich kein Geldbewusstsein habe, wenn ich nicht mal weiß, wie Geld funktioniert oder wie ich mit Geld richtig umgehen kann oder wie mein Mindset zu Geld ist, ja, wie soll ich dann bitte reich werden? Ich verstehe. Das funktioniert nicht. Ne? Und das ist alles auch Energie. Und somit passt das ganz gut für mich in dem Gewerbeschein-Möglichkeit hinein, zum Beispiel auch Bewusstseinscoaching anzubieten. Ja? Das heißt, ich habe mir jetzt einen Plan zusammengestellt, ich möchte das jetzt so durchziehen. Ich kann ja auch energetisch arbeiten, das habe ich auch gelernt durch die vielen Jahre, durch einen Meister, der mir das die letzten 10 Jahre gelernt hat, weil ich immer an mir selber viel gearbeitet habe. Ja? Und gleichzeitig aber auch das Ganze digitalisieren und Bewusstseins-Coaching-Kurse anbieten zu können. Mhm. Okay, das ist mein jetziges Ziel. Und das in Kombination mit auch Network-Marketing im Bereich Produktempfehlung, weil es gibt ja auch Produkte, die in diesen energetischen Bereich reinfallen. Ja? Also wenn ich von Energetik spreche,
Ich bin kein so Esoteriker-Humbug, Geldmacher, okay. Sondern im Prinzip geht es hier um Spirit. Ja? Der Mensch ist ein geistig-sittliches Wesen, ist die Definition aus dem juristischen Wörterbuch. Ja? Was heißt das aber? Spirit ist der Geist. Geist heißt auf Englisch Spirit. Ja? Ja. Das heißt, wenn ich das ganz genau hinterfrage, dann heißt das für mich, jeder Mensch ist von Haus aus ein spirituelles Wesen. Von Natur aus, ja. Ja. Es ist nur die Frage eben, ob bewusst oder unbewusst. Okay. Der Spirit, ja, der Geist Sinn. Ist ja das Energiefeld, wo wir denken. Wenn ich denke, dann ist der Geist in Bewegung, ne? Mhm. Also ich glaube, so versteht es jeder. Also doch, ja, ich bin da auch voll auf deiner Seite und ich glaube, das ist auch, was sich immer mehr Menschen heutzutage bewusst werden und auch sollten, dass wir mehr sind als nur unser Körper und irgendwie hier einfach rumlaufen wie Figuren auf diesem Planeten, sondern dass wir wirklich auch mit Energien alle ineinander, ja, sag ich mal, verbunden sind und diese auch, sage ich mal, uns öffnen dürfen, diesen Bereich. Und auch wenn ich sage, alles ist Energie und jemand sagt zu mir, ja, Blödsinn oder verstehe ich nicht, dann kann ich das auch ganz anders leicht erklären, nämlich alles besteht aus Atomen und das wissen wir ja. Ja. Und was ist Atome? Atome sind ja auch Energieformen. Ja, eben. Ja, und somit stimmt das ja auch wieder. Alles ist Energie, alles ist Schwingung, alles ist Frequenzen. Man könnte auch sagen, alles ist Mathematik. Es kommt immer alles auf dasselbe raus. Ne? Ja, schön gesagt. Also, das ist ihr Bewusstsein. Bewusstsein. Ja. Ich bin bewusst. Ja? Ich weiß etwas. Ich bin bewusst, ich sammle Erfahrungen und kombiniere das Wissen mit dem Wissen aus den Erfahrungen in der Praxis durch mein Tun. Das gehört alles zum Bewusstsein dazu. Ja? Mindset, Glaubenssätze, Zielsetzung, wie gehe ich mit Beschwerden um, wie gehe ich mit Thema Verkaufen um, etc. etc. Okay. Wie gehe ich mit Ablehnung um oder wie gehe ich mit Kritik um, wenn jemand zu mir sagt, hey, ich finde scheiße, dass du gerade das gemacht hast oder so, fühle ich mich dann angegriffen oder nehme ich es so an und denke mir, okay, vielleicht hat er ja recht und wie kann ich das ändern? Also immer lösungsorientiert denken. Ja. Das ist im Prinzip alles Teil des Bewusstseinswachstums, ja. Auf jeden Fall. Finde ich auch ein spannender Punkt, dass du das mit der Kritik nochmal ansprichst und wie man damit am besten einfach umgeht, weil, ne, ich denke mal, viele Zuschauer kennen das da draußen auch, es ist häufig eine normale Reaktion, dass man dann erstmal auf Widerstand oder Abwehren geht, weil es einfach einen vielleicht ein bisschen überrumpelt oder in der Situation gerade ein bisschen hektisch geworden ist und ja, vielleicht sich einfach mal in dem Moment bewusst machen, okay, was kann mir das bringen? Habe ich hier vielleicht gerade richtig gehandelt und sich auch einfach zu fragen, so, was kann ich daraus lernen? Weil im Endeffekt so die Kritik, die kann uns ja nur dienlich sein. So, selbst wenn wir sie nicht annehmen, so, dann kann man zumindest lernen, okay, mit dem Menschen will ich vielleicht nichts zu tun haben, wenn sie unberechtigt war und wenn sie vielleicht doch berechtigt war, so wie du jetzt genannt hast in dem Beispiel, Aris, dann ja, kann man einfach schauen, okay, was kann ich davon mitnehmen? Deshalb finde ich ein sehr spannender Punkt, den du da ansprichst. Ja. Und vor allem, es gibt auch einen Unterschied zwischen Kritik und Jammern. Oh ja. Das ist auch nicht das Gleiche. Wenn mich jemand anjammert und dies und das passt ihm nicht, dann muss ich mich fragen, ist das jetzt wirklich akzeptable Kritik oder ist das einfach nur, weil dieser Mensch sowieso andauernd jammert? Es gibt ja die Jammerer und es gibt die Macher. Ne? Auf jeden Fall. Und das ist dann auch ein spannender Punkt, den kennst du ja bestimmt aus dem Network auch und den will ich den Zuschauern vielleicht auch mal ein bisschen mitgeben, die sich damit noch nicht so viel befasst haben. Wenn man viele Jammerer um sich herum hat oder Leute, die einfach immer gegen etwas sagen, ist halt auch die Frage, ob man in diesem Umfeld drinbleiben möchte oder nicht, weil, naja, also die hören halt meistens eh nicht auf damit, bis sie es merken und viele merken es leider nicht. Von daher, und ich kenne das selber auch und du vielleicht selber auch, Aris, so entweder aus dem näheren Umfeld oder aus Situationen, die man mal hatte. Nur nach meiner Meinung, da muss man einfach drüber hinwegwachsen, wenn man was Neues, eine neue Erfahrung will im Leben. Absolut, ja. Ja. Man sagt immer so schön, trenne dich von allem, was dir nicht gut tut oder was dich zurückhält. Ne? Mhm. Das ist natürlich schwierig, wenn es in der eigenen Familie Mitglieder hast, die dich zurückhalten oder sagen, hey, das, was du machst, ist Blödsinn, warum machst du nicht einen ordentlichen Job?
Sagen wir, was ist denn ein ordentlicher Job? Definier mir das bitte doch mal. Oh ja, sehr, sehr spannend. Eine Definition von einem ordentlichen Job. Ja, wenn ich mich jetzt selbstständig mache, ist das kein ordentlicher Job oder was? Weißt du mal? Ja. Ich weiß auch nicht, ich glaube, es gibt auch im Duden dafür keine Erklärung, oder? Unter ordentlicher Job, so, was soll da drunter stehen? Ja, es kommt darauf an, was man unter Ordnung versteht, ja. Ja, sehr schön, sehr schönes Thema. Ich glaube, da dürfen sich auch einige Leute mit ein bisschen an die Nase packen, wenn sie sowas schon mal gesagt haben, ja. Ja, und im Prinzip geht es ja auch immer nur um die Frage, wie gehe ich damit um, ja? Wenn meine Freunde oder meine Familienmitglieder sagen, nein, lass das bleiben, das ist alles Blödsinn, gehe ich zusammen, knicke ich ein, weil ich vielleicht Angst habe, oder sage ich, okay, jetzt erst recht, weil jetzt zeige ich so recht, dass es nicht so ist. Ja? Ja, definitiv. Und wenn du wirklich ein Umfeld hast, das dich runterzieht oder energetisch aussaugt oder einfach deine Energie kostet, ja, dann kann ich nur empfehlen, wechsle dein Umfeld. Weil es gibt auch einen guten Spruch, ja, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Auf jeden Fall. Und zum Beispiel auch gewisse Coaches sagen immer, wie zum Beispiel Niki Daschew, wer den kennt, wenn ich es gerade sage, man sollte sich immer zum Vorbild nehmen, Menschen, die dort sind, wo man hin will. Ja? Und nicht Menschen, die irgendwo da sind, wo du gerade raus willst und auf dich einreden und sagen, das funktioniert nicht. Ne? Ja, auf jeden Fall. Weil das gebe ich dir voll recht. Also das ist mega wichtig. Ja, das ist dann im Prinzip der falsche Fokus. Ne? Auf jeden Fall. Der Fokus, das ist dann auch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Der Fokus ist das einfach Wichtigste überhaupt. Weil wenn ich den falschen Fokus habe, ja, dann werde ich mein Ziel auch nie erreichen. Ja. Aber warum ist das so? Warum ist das so? Ganz einfach. Immer da, wo ich den Fokus hinrichte, ja, da ziehe ich die Energie auch wieder raus, weil ich gehe damit in Resonanz. Ja, und diese Energie verstärkt sich dann auch. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit darauf achte, was hier draußen gerade passiert, diese Corona-Blödsinn, sage ich jetzt mal, und Politik und weiß ich nicht, was die alles davor haben, und mein Fokus auf das Destruktive gerichtet ist, ja, dann werde ich auch diese destruktive Energie automatisch immer anziehen. Ja. Aber das bringt mir nichts, wenn ich ein Business aufbauen will und mich im Prinzip positiv fokussieren möchte, weil ich erfolgreich werden möchte, weil ich zur ersten Million möchte, wie auch immer. Ne? Und darum sagt man ja auch, lass dich nicht ablenken. Ganz einfach. Und das ist ein wichtiger Punkt. Achte auf deinen Fokus. Ja? Wenn was passiert, was vielleicht unangenehm ist, ja, okay, annehmen, akzeptieren, aber dann den Fokus wieder einrichten und schauen, was kann ich daraus lernen? Was kann ich jetzt besser machen? Oder wie kann ich weitergehen? Ja. Und nicht in dieser Ablenkung verloren gehen. Weil dann hast du verloren. Ne? Ja, auf jeden Fall. Finde ich einen schönen Punkt, den du da ansprichst, dass man das Ganze erstmal annimmt, ne, dass Situation XY jetzt da ist, sei es jetzt mit irgendeiner Krise da draußen oder mit irgendwelchen Themen im Umfeld oder sonst irgendwas, dass man das Ganze erst einmal annimmt, dann akzeptiert und schaut, okay, zack, wie gehe ich da den nächsten Schritt, wie wachse ich darüber hinaus, weil es sonst ja einfach vertane Energie ist. So, wir waren gerade bei dem Punkt unterbrochen worden, dass wir unsere Glaubenssätze ja verändern müssen, das Mindset, den Fokus vor allem einstellen müssen. Jetzt ist der Fokus wieder hier im Interview, jetzt sind wir beide wieder da. Lieber Aris, erzähl doch mal, wie soll es denn bei dir jetzt weitergehen bezüglich du hattest ja angesprochen, Teamgröße, mindestens 1000 Leute und deine Ziele, Beruf auch in Bezug auch auf dein eigenes Business. Wie soll es da weitergehen? Gute Frage. Wie soll es weitergehen? Meine Zielsetzung schaut so aus. Und zwar, ich habe gesagt, ich habe mich dazu entschlossen oder entschieden, ist das richtige Wort, ja, das jetzt wirklich voll durchzuziehen. Weil für mich gibt es keinen Weg zurück mehr. Ich will auch auf keine Baustelle mehr gehen oder einen Halbtagsjob, Teilzeitjob, gar nichts mehr, aus, Ende. Ich will das komplett Vollgas durchziehen. Ja, das ist jetzt mir das Wichtigste im Leben. Geld war mir vorher nie wichtig. Ja, deshalb hatte ich auch nie welches. Das weiß ich jetzt. Genau das habe ich jetzt nämlich geändert, wo ich gesagt habe, jetzt nehme ich das Geld 100% in den Fokus und will aus meinem Leben wirklich was machen, meinen Level
eine Stufe höher pimpen und so weiter und einfach mal in erster Linie mein eigenes Business aufbauen. Das heißt, in Verbindung mit Energetikergewerbe, Bewusstseinscoach, Digitalisierung und gleichzeitig ein Team aufbauen von einer Company mit einem Produkt im medizinischen Gesundheitsbereich, wo man zum Beispiel auch Aura-Analysen machen kann. Ja. Darum passt das auch so gut zusammen. Ne? Vielleicht versteht man das jetzt. Ja. Und, ja, natürlich erstmal ein Team aufbauen, damit auch passives Einkommen reinkommt und gewisse Nebenprojekte vielleicht noch, die ich jetzt nicht unbedingt erwähnen möchte. Ja. Nö, auch alles gut. Wie man Geld wirklich, den Geldfluss wirklich, wie soll ich sagen, verstärken kann. Ja. Ja. Dass ich nicht mehr so unter Druck bin, aus dem System raus kann, ja, so den Schritt wirklich zu 100% in die Selbstständigkeit machen kann. Ja. Natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Alleine der Businessplan braucht schon Tage, Wochen, bis der mal fertig ist. Das habe ich auch nicht gewusst am Anfang. Ja. Ja. Aber diese Schritte möchte ich jetzt gehen. Und es kann mich niemand mehr zurückhalten, aufhalten, auch wenn es Ablenkungen gibt. Ja, wie gesagt, das habe ich, das war nämlich das Thema, wo dann die Verbindung abgebrochen ist, glaube ich. Der wichtige Punkt, wie gehe ich mit Störungen um? Wie gehe ich mit Ablenkungen um? Annehmen und akzeptieren. Ja, Kritik und Ablehnungen etc. Das habe ich aus dem Buddhismus gelernt. Ja. Okay, spannend. Ich habe nämlich auch ein paar Bücher über Buddhismus gelesen und irgendwie gemerkt, hey, das, was da drinnen steht, das ist eigentlich genau das, was ich die ganze Zeit schon lebe. Ja. Ja. Da habe ich eben auch gemerkt, zum Beispiel gibt es einen guten Spruch, ich glaube, der ist von Eckhart Tolle oder so, annehmen, akzeptieren von unangenehmen Dingen und Situationen kann dein Leben radikal verändern. Im positiven Sinne natürlich, ja. Und genau das ist es. Genau das ist es. Wie gehst du mit Nein um? Wie gehst du mit Ablehnung um? Wie gehst du mit Kritik um? Und so weiter und so fort. Zuhören, anhorchen, akzeptieren und das Beste draus machen und den Fokus wieder einrichten. Und ich will jetzt wirklich in die Selbstständigkeit gehen. Mein erstes Ziel, mein ist die erste Million. Ja? Mhm. Und ich will die erste Million erreichen. Und wenn ich weiß, ich habe die erste Million erreicht, die was immer am schwierigsten ist, ja, dann kann ich auch 100 draus machen. Okay. Cool. Ja, es hört sich vielleicht etwas ich find's gut. Komisch an für gewisse Leute, die von diesen Beträgen noch entfernt sind, aber im Prinzip ist es nur, hier fängt es an, im Kopf. Ja. Ja. Es ist Bewusstsein. Und wenn ich es schaffe, die ersten 10.000, die ersten 50.000, die ersten 100.000, die ersten Millionen, warum soll ich dann nicht noch mehr schaffen können? Ja, ja klar, auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Ich will mein eigenes Business aufbauen, mein eigenes Ding durchziehen und das volle Kanne und niemand hält sich mir auf und ich war mir mein ganzes Leben lang noch nie so sicher, wie ich mir jetzt sicher bin, dass ich genau das will. Das heißt, ich habe lange, lange, lange gebraucht, erstmal rauszufinden, was will ich denn überhaupt. Ja? Ja. Ja, spannend. Das ist oft auch ein schwieriger Punkt, der Menschen daran hindert, überhaupt erfolgreich zu werden, weil sie erstmal gar nicht wissen, was sie wirklich wollen. Und wenn ich weiß, was ich will, ist das nicht mit dem gleichzusetzen, was ich mir nur wünsche. Weil wünschen kann ich viel, ja, aber etwas zu wünschen oder möchten, ich möchte das oder das, das ist ja ein Wunsch. Und das wirklich erreichen zu wollen, den Willen, die Willenskraft dabei auszudrücken, ja, das sind zwei verschiedene Welten. Das ist ein Schritt, erstmal Träume und Ziele haben, ja, ich wünsche mir was. Und dann sage ich, okay, jetzt gehe ich auf die nächste Stufe und sage, ich will das. Und genau das will ich jetzt. Und das hole ich mir jetzt. Und ich habe das Recht dazu. Und das ist okay. Ja. Und wenn ich dieses Bewusstsein habe und diese Erfahrungen und dieses Wissen und alles, dann kann ich es auch immer wieder gerne weitergeben. Und das ist es, was ich auch in meinem Ziel inkludiert habe. Nämlich eine digitale Akademie zum Bewusstseinscoach, wo ich im Hintergrund ein Network aufbaue, vielleicht Produkte weiterempfehle, ein Team aufbaue, den Menschen Teamarbeit beibringe, weil ein Team muss man auch bei der Hand nehmen können und nicht einfach sagen, ja, mach, mach und schreib die Leute ein und hinter mir die Sinnflut, sondern man muss auch für das Team da sein, ja. Fragen beantworten können, sie coachen, im Thema auch Bewusstsein, Geld,
Verkaufen Auf jeden Fall. und den ganzen Themen, ja. Und wenn es Probleme gibt, auch mal zuhören können und sagen, okay, passt, finden wir eine Lösung. Das ist das Wichtigste und nur so komme ich dann auch weiter, ne? Finde ich auch schön, was du da angesprochen hast an dem Punkt. Und ich glaube, den dürfen sich viele Zuschauer auch nochmal zu Gemüte führen. So, wenn du das willst und diesen Weg gehst, so, dann ist es für dich auch möglich, so egal, was andere anderen erzählen. So, wenn du dich dafür entscheidest, bewusst entscheidest, die Energie darauf richtest, um das auch nochmal ein bisschen zusammenzufassen, und dann mit den richtigen Leuten da die Zeit verbringst und dann da reingehst und deinen Hauptfokus darauf legst, dann ist es auch möglich, egal wie absurd das für manche Leute klingen mag. So, weil das ist die Absurdität der anderen. So, wenn es für dich stimmig klingt und sich richtig anfühlt, passt das und dann geht das auch. Von daher sehr, sehr schön. Lieber Aris, ich merke ja, du bist einer, der hat auch sehr, sehr viel Energie. Du bist auf jeden Fall voll in dem Ding drin. Du bist auch noch in dem Bereich, dass du noch nicht jemand bist, der quasi schon viel zu weit weg ist für gerade neue Leute. Und deshalb würde ich gern wissen und auch für die Zuschauer da draußen, wie kann man dich am besten erreichen? Wie kann man mit dir am besten Kontakt aufnehmen? Wo bist du da anzutreffen? Also ich baue mein Netzwerk hauptsächlich über Telegram und Instagram auf, ja. Ich habe Ja. bewusst kein WhatsApp. Ich hasse diese App, ja. Ich sage es ganz Ja, ehrlich. passt ja. Und im Prinzip, Telegram bietet so viele Möglichkeiten und es ist einfach das perfekte Networker-Tool. Man kann hier Ordner erstellen, man kann Bots programmieren, man kann Kanäle, Infokanäle erstellen, etc. etc. Es ist einfach ein richtig geiles Tool, ja. Und Ja. Instagram sowieso. Und im Prinzip, wie erreiche ich die Leute? Ja, ich möchte eben auch weiter Content liefern, Videos machen, Bilder etc. etc., Leads Ja. generieren. Und wer mich wirklich erreichen möchte, das geht am besten über entweder E-Mail, Telegram, Instagram oder anrufen. Ja, also die Ja, wie heißt du auf Telefonnummer Instagram? Instagram Aremann-33, ja, schreibt man mit Okay. Aremann-33 und Okay. Telegram einfach @Aremann. Man kann ja die Kontaktdaten im Video unten reingeben. Auf jeden Fall, das machen wir. Wir packen die Links direkt da rein. Und ich habe auch einen YouTube-Kanal. Natürlich muss ich dazu sagen, ja, ich bin kein Profi, kein Schauspieler und kein Medienprofi. Ich bin da nur ganz am Anfang. Ich habe erst mal ein paar Videos gemacht. Und es ist, hey, es ist Learning by Doing. Es ist Real Talk. Ich bin real, ja. Nobody Ja. is perfect. Man muss ja nicht alles von Anfang an perfekt machen. Das Wichtige ist, wenn man wirklich etwas will, dass man den ersten Schritt macht und einfach anfängt, es zu tun. Ja? Auf jeden Fall. Und nur erst, wenn ich mal angefangen habe, den ersten Schritt zu tun, ja, auch wenn der weh tut oder vielleicht auf Deutsch in die Scheiße geht, ja, weil ich in die Hundekacke reintrete. Hey, es ist okay, ich habe den ersten Schritt gemacht und das war das Wichtigste, ja. Auf jeden Man Fall. kann nachher immer noch Verbesserungen und das ist auch ganz wichtiger, Arbeitsstrategien analysieren und vielleicht daraus ziehen, was funktioniert besser, was nicht, was kann ich besser machen, was funktioniert nicht, lasse ich weg, etc. etc. Ne? Das gehört Ja. alles zu Learning by Doing und zu bereit und zum Ich will, den ersten Schritt zu machen. Ne? Schön gesagt. Mein Lieber, ich habe Drum noch ist eine es einfach. abschließende Frage an dich. Und zwar, was bedeutet es für dich, wirklich glücklich zu sein? Das ist eine geile Frage, ja. Im Prinzip, ja, wann ist der Mensch glücklich? Also, wenn ich reich bin und 10 Millionen am Konto habe, bin ich dann glücklich oder nicht? Muss nicht sein. Es gibt Menschen, die sind glücklich mit viel Geld. Es gibt auch arme Menschen, die sind kein glücklich. Aber wo fängt Ja. das an? Da kommen wir wieder ins Thema Bewusstsein. Glücklich bin ich nur dann, wenn ich in mir, mit mir selbst glücklich bin, ja. Ja. Fängt immer im Kopf an oder im Herzen. Ne? Schön. Wenn ich sage, okay, ich habe alles, was ich brauche oder viel mehr oder eigentlich weniger, das ist ja alles nur im Außen. Aber so wie im Innen, so ist es ja auch immer im Außen. Wenn ich im Innen nicht habe, im Kopf nicht glücklich bin oder es im Kopf nicht funktioniert, wie soll es dann im Außen funktionieren? Ne? Wahrscheinlich Das ist einfach schwierig. ein Naturgesetz. Das ist ein Naturgesetz. Das Gesetz der Resonanz, das verstehen viele nicht. Ja? So wie ich dir, so du mir. Oder so wie du Ja. mir, so ich dir. So wie innen, so außen. So wie Ja, ich so wie innen, denke, so außen, ziehe ich genau. an. Ja? Da, wo ich den Fokus habe, da ziehe ich die Energie raus. Das ist alles Gesetz der Resonanz.
Sehr, sehr Ob man gut. jetzt dran glaubt oder nicht, ja, das ist einfach so, weil es ein Naturgesetz ist. Ja, da gebe ich dir voll recht und ich Wenn glaube, ich das dann dürfen mit immer mir mehr selber. Leute noch annehmen und auch begreifen, dass das Ganze so ist, weil es einfach Naturgesetze sind. Hat sich niemand ausgedacht oder so, die sind einfach da. Von daher, ja, Genau. schön gesagt, bis zum Innen glücklich ist, ist man es auch im Außen. Deshalb, ne, diese bewusste Entscheidung dafür aus dem Bewusstsein heraus. Sehr, sehr schön, Aris. Mein Lieber, geile Energie. Ich habe es sehr gefeiert mit dir. Ein schönes Interview, auch trotz unseres kleinen Abhackers hier, aber das macht ja nichts. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Liebe Zuschauer, schaut euch den Aris online an, auf Instagram und überall, wo ihr möchtet. Ich sage vielen Dank für deine Zeit und wünsche dir alles Gute. Danke, gleichfalls. Ebenso alles Gute. Wir Danke sehen dir. uns. Wir sehen Hau uns. rein. Ciao.